Ein Strauch deckt seine Füße, wie ein Kind, lächelnd, das krank ist, hält er seinen Schlummer. Natur umhüllt ihn warm, es friert ihn noch, ihm zuckt die Nase nicht vom duftigen Wind, er schläft im Sonnenschein, die Hand auf stummer Brust, auf der rechten ist ein rotes Loch. Ich habe mich vorerst mal als was ganz Besonderes empfunden als Kind. Ja? Ich dachte, dass der Höhepunkt in der Existenz eines Menschen ist die Kindheit. Ja? Ich habe das als Kind schon gedacht, weil es gibt nichts Besseres. Und was mich vor allem gestört hat, ist, dass man als Kind vollkommen ausgeliefert ist. Ja? Man ist der Gewalt und der Erwachsenenwelt komplett ausgeliefert. Ja? Man ist vollkommen schwach und kann sich eigentlich nicht wehren. Und ich habe dann realisiert, dass vor allem Gewalt gegen Kinder auch bei uns ein riesiges Thema sind. Ich habe dann auch viele gerichtsmedizinische Fotos gesehen, die bin ich nicht mehr losgeworden, das hat mich beschäftigt und das war eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich beschlossen habe, Künstler zu werden, weil gewusst habe, ich kann mit der Thematik, die eigentlich aus irgendeinem Grund die Thematik meines Lebens wurde, gar nicht anders nähern als durch ästhetische Mittel. Ja, und habe begonnen, genau das darzustellen und zu malen. Ich habe vorerst nur mit Aquarell gearbeitet. Ich wollte eine Technik haben, die wenig spezifisches technisches Wissen voraussetzt. Ich habe Kindermalkästen verwendet, einfach Papier, Karton. Es sollte ganz einfach sein. Technik hat mich nie interessiert. Ja? Ich wollte nur ganz schnell etwas formulieren, was mir wichtig erschien in dem Moment. Was eine große Veränderung war technisch, war der Umzug von Österreich nach Deutschland. Ich habe dann das erste Mal Großformate gemalt auf Leinwand mit Öl. Ich habe immer realistisch gearbeitet. Also es schien mir eine Notwendigkeit zu sein für das, was ich wollte, die Bilder so realistisch wie möglich zu machen. Ich habe dann gewusst, es muss ein verfremdendes Element hinein in die Arbeit und habe dann alle Farben entfernt. Ja. Das heißt, dadurch habe ich lauter monochrome, blaugraue Bilder gemacht. Es schien mir wichtig, dass trotz dieses Realismus irgendeine Verfremdung hineinkommt, etwas, was eine gewisse Distanz erlaubt. Ja. Und ich muss sagen, ich habe auch immer von Anfang an neben der Malerei Fotografie betrieben. Ich habe ja am Anfang viele Aktionen gemacht, Selbstdarstellungen, Aktionen mit Kindern vor allem. Die wurden dann dokumentiert und viele dieser Elemente sind dann auch in der Malerei verwendet worden. Aber auch umgekehrt, ich habe malerische Ideen gehabt, die ich dann umgesetzt habe in der Performance und in Aktionen. Mir ist auch bewusst geworden, warum Künstler in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in immer größeren Formaten gearbeitet haben. Ja? Ich glaube, das hat damit zu tun, dass Künstler heutzutage konkurrieren müssen mit einer gigantischen Werbe- und Propagandaindustrie. Ja? Und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts habe ich den Eindruck, dass Künstler der Meinung waren, das Format muss einfach groß sein, um mit dieser Bilderflut, die es überall gibt, konkurrieren zu können oder wenn nicht konkurrieren, zumindest wahrgenommen zu werden. Ja? Unter dem Druck sind alle eigentlich, die ein künstliches Image herstellen heute, ob das aus künstlerischen Gründen ist oder aus Werbe- und Propagandagründen, politisch oder kommerziell. Es ist ein Kampf um die Aufmerksamkeit des Betrachters, ja? Aus welchen Motiven auch immer. Und das prägt natürlich die Art der Ästhetik und die Art der Mitteilung und die Art der Kommunikation. Ja. Ich habe mir damals gedacht, vielleicht ist das das Ende
der traditionellen Malerei. Nach Wer bleibt an der Stirn schaut sich ein Ölbild an. Und ich habe dann meine erste Einzelausstellung im Museum of Fine Arts in San Francisco gehabt. Und da ist wirklich was Erstaunliches passiert, was mich sehr überrascht hat, dass die Menschen so, die da hinkamen, so emotional reagiert haben, wie ich das noch nie vorher erlebt habe. Ja. So habe ich gemerkt, dass das doch eine Notwendigkeit, eine Sehnsucht nach dem gibt, was wir Kunst nennen. Ja. Also man kann das nur so erklären, dass es offensichtlich eine metaphysische Dimension gibt, eine geistige, eine spirituelle, die durch die Kunst erlebbar und vermittelbar ist. Ja. Ich glaube, dass Kunst nie falsch verstanden werden kann von Menschen, von den naiven Betrachtern. Ja? Der sogenannte naive Betrachter, der spontan ein Bild anschaut und oder mit einer Kunst konfrontiert ist und der dann spürt, dass irgendetwas in einem in Bewegung gesetzt wird und irgendetwas berührt wird und dann darauf reagiert. Was soll man sagen? Das ist immer echt und da gibt es keinen Missbrauch und keine Täuschung eigentlich. Ja. Es hat mit Integrität des Künstlers zu tun. Ja. In meinem Fall ist es so, dass diese Beschäftigung mit der jüngsten Vergangenheit unseres Landes selbstverständlich sich niederschlägt in der Kunst. Kunst wird immer auch ein Spiegel der Zeit sein, in der der Künstler lebt. Ja. Und ich habe damals ja dieses Bild gemalt, dieses klassische Thema, die Anbetung der Könige. Und ich habe mir gedacht, wenn jemand dieses Thema jetzt malen würde, ich lebte damals in Deutschland und aus seiner eigenen Zeit, seiner eigenen Erfahrung darstellen würde, dann würde es so aussehen wie das, was ich gemacht habe. Das heißt, die Präsenz dieser Generation meiner Eltern, die diese verheerende Menschenrechtskatastrophe ausgelöst haben, schlägt sich da nieder. Das heißt, ich habe diese drei Könige, sind SS-Leute. Und der Blick und diese devote Haltung und dieser Gestus der Verehrung, den sie der Madonna und dem Kind zeigen, stammt daher, dass diese SS-Officers, die ich verwendet habe, aus einem Archivbild sind, wo sie um den Führer herumstehen. Ja? Und ich habe dann den Führer ersetzt durch die Madonna und das Kind. Das heißt, das Moment der religiösen Verehrung und Unterwerfung war gegeben. Ja? Deswegen der Gestus dieser Leute. Und dieses Bild hat immer wieder in verschiedenen Ländern ganz unterschiedliche Reaktionen ausgelöst, aber sehr emotional. Relevante Kunst muss auch eine Art Projektionsfläche sein für den, der das betrachtet. Ja? Das heißt, es muss, wenn Kunst gut ist, hat sie genug Spielraum, dass der Betrachter das Bild zu Ende kreieren kann, zu Ende denken kann. Ja? Und da komme ich wieder zurück auf Marcel Duchamp, der eben gesagt hat, dass die Kunst ein zweipoliges Produkt ist. Und 50% der Künstler und 50% des Publikums. Und das, was zwischen diesen beiden Polen stattfindet, ist so etwas wie Elektrizität. Das größte Privileg des Künstlers ist, dass er in seinem Universum ein Gott ist. Ja? Das heißt, alle Entscheidungen selber treffen kann. Und für mich ist die Leinwand auch sowas wie eine Bühne, in der man also die verschiedensten Spieler zusammenbringen kann, aus der Realität, aus der Vergangenheit. Es gibt keine zeitlichen und räumlichen Grenzen. Ja? Es gibt also, das Aufregende ist, dass man tatsächlich eine neue Welt schaffen kann. Ja? Und ich kann ganz diktatorisch jeden verwenden, den ich will, also von Hitler bis zu Minnie Mouse bis zu wem auch immer, kann ich die Leute einsetzen nach Belieben, so wie mir das für diese Geschichte oder Situation wichtig erscheint. Und das ist schon eine Art von Freiheit. Das heißt, es ist so eine Art von sich entfernen aus einer Welt der Regeln und Einschränkungen in einem Moment der absoluten Freiheit.
Also ich muss sagen, dass für mich Kunst und auch Literatur oder die Bilderbücher meiner Kindheit, Comics, eine unglaubliche Magie hatten und eine Relevanz, die bei weitem als in meiner Kindheit alles überboten hat, was die sogenannte Wirklichkeit mir angeboten hat. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo ich dann mein erstes Mickey Mouse Heft damals gekriegt habe, als 4-5-Jähriger, habe ich damit eine dreidimensionale Welt betreten, subjektiv. Das heißt, ich habe das erste Mal in meinem Leben Farben wahrgenommen, das erste Mal so etwas wie Bewegung und von Grenzenlosigkeit. Ja. Es war ein absoluter Rausch. Es war also für mich so real, viel realer als diese graue Umwelt um mich herum, die so langweilig war. Ja. Und in dem Sinn muss ich sagen, dass eine erfundene Gestalt, ein erfundener Charakter kann wirklich ein bedeutender sein als jemand, dem man im physikalischen Universum wirklich gegenübertritt. Ja. So habe ich diese Figuren in meinen Arbeiten verwendet. Später habe ich dann mitgekriegt, dass die Comic-Ästhetik sich völlig verändert hat und dass dann diese aus Japan diese Manga- und Anime-Ästhetik plötzlich wieder in die Welt hereingebrochen ist und alles überschwemmt hat. Und deswegen habe ich auch in Bildern dann diese Elemente eingesetzt. Ich habe das eingebaut in Katastrophenszenarien zum Beispiel und wieder sehr realistisch. Dadurch, dass es aber so realistisch ist und im Hintergrund eine Szene aus Afghanistan mit einer Bombe, die gerade explodiert, vermischt man eine Fake-Realität mit einer anderen Realität, die aber vielleicht auch fake ist. Ja. Weil dieses alte Axiom, dass etwas, das fotografiert ist, einfach ein exaktes, unverfälschtes Abbild der Wirklichkeit ist, das stimmt ja nicht. Das wissen wir mittlerweile. Und in diesen Arbeiten mit den Manga-Bildern hat mich genau das interessiert. Das heißt, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für Individuen in der Zukunft. Dass die Welt nicht mehr objektiv wahrnehmbar ist, sondern dass man das sieht, was man sehen soll. Und interessanterweise sind entscheidende Veränderungen in der Gesellschaft vorausgesehen worden durch Künstler. Ja. Deswegen glaube ich, dass Künstler, wirkliche Künstler auch eine visionäre Kraft haben. Ja. Dinge vorausahnen und voraussehen können und darauf bereits aufmerksam machen können. Ja. Es gibt ja unendliche Möglichkeiten an Imagination, Kreation, an fantastischen, wunderbaren Einfällen, Ideen. Aber alle Gesellschaften zu allen Zeiten in der Menschheit haben immer versucht, von Anfang an genau das zu zerstören. Ja. Das schien jedem Regime und jeder herrschenden Clique immer die größte Gefahr, die völlige Freiheit eines Individuums zu denken und zu empfinden. Und ich habe immer vorgenommen, wenn ich werde mal Kinder haben. Und wenn ich Kinder habe, meine Kinder dürfen alles und sind vom ersten Tag an komplett frei. Das heißt, ich habe mich immer verstanden, niemals als Vorgesetzter, niemals als Elternteil, sondern eher als Verbündeter, als Komplize. Mir ist dann auch bewusst geworden, dass eigentlich die Kindheit ein magischer, ganz besonderer Moment ist im Leben eines Menschen. Ja? So wie Picasso sagt, jedes Kind ist ein Künstler. Aber es ist sehr schwer, erwachsen zu werden und einer zu bleiben. Ja? Und damit hat er recht. Ganz wenige schaffen das, aus welchem Grund auch immer, weil sie eigensinnig genug sind oder unbelehrbar genug oder sonst was, sich diesen Eigensinn, diesen Kreativen zu erhalten ins Erwachsenenalter. Und das sind die Leute, die man dann Künstler nennt.